Schönen guten Abend, mein Name ist Kurt Krömer, ich bin Erfinder und erzähle jetzt eine Geschichte aus meinem Leben. Ja, danke schön. Danke. Ja, und für die Geschichte wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier alles mein Labor ist. Ja, also hier so Labor. Hier überall Labor, eben vier Wände, zack, ping, pong, pong, Fenster, Labor. Die gucken hier rein, jetzt keine Wand, Labor. Jetzt habe ich unten vergessen, Labor. Sie können sich vorstellen, was hier ist? Nee, hier wäre jetzt meine Kaffeeküche. Und da war ich halt so drin in meinem Labor, war vor 4 Wochen, hab so rumexperimentiert mit Chemikalien, hab immer alles in so einen großen Pott drin geschüttet, immer rin. Auf einmal macht der Peng, der gibt eine Explosion. Und ich dachte noch so, Und ich war noch gar nicht fertig mit Denken. Da ging es auch schon weiter. Auf einmal habe ich Stimmen gehört. Ja, mal so, hallo. Dann habe ich noch so gedacht, das geht ja gar nicht. Ich bin ja ganz alleine hier. Ja, und die Stimmen halt immer weiter. Hallo. Ja, und irgendwann habe ich mir halt gedacht, okay, steigst halt mit ein ins Spiel. Und ich gehe dann auch völlig wohllos in mein Labor rumgerannt und immer, hallo. Und auf einmal habe ich sie gesehen, ja. Bei mir oben in der Ecke im Labor saß ungefähr so eine große Eintagsfliege. Die saß halt da oben in der Ecke und rief immer runter, hallo. Ich habe mir dann gedacht, so, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Und hab gesagt, Sie können ja hier mal runterkommen auf meine Hand, dann können wir uns hier weiter unterhalten. Ja, und sie kam halt angeflogen, setzte sich auf meine Hand und sagte, na nee, eben nicht. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Na, fange ich nochmal von vorne an. Guten Abend, Krömer. Für die nächste Geschichte, hör auf jetzt zu klatschen jetzt, komm doch gleich, Mann, ja, so. Ja, für die nächste Geschichte, die jetzt kommt, wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier alles mein Labor ist. Ja, also hier so Labor. Ja, da können Sie sich jetzt hier vorne bedanken. Dauert das halt ein bisschen länger. Labor. Chef, das dauert heute ein bisschen länger. Da ist noch einer aus dem Heim da. Oder aus Spandau. Ja, ach so, jetzt genau. Sie kam runter, setzte sich hin auf meine Hand und sagte dann, Salü. Mein Name ist Johann, ich hätte ja eine Tasse Kaffee. Und da habe ich gedacht, na, bitteschön, Sie können ja schon mal vorfliegen zur Sitzecke. Ich komme dann gleich hinterher. Ja, und sie ist halt vorgeflogen. Ich bin hier, wie gesagt, in meine Kaffeeküche gegangen. Hab mir so überlegt, was mache ich jetzt für einen Kaffee? Einen milden oder einen starken? Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist eine Eintagsfliege, so viel Zeit hat die auch nicht. Und dann habe ich schnell einen Espresso gemacht, habe ihr den da hingeschüttet. Sie hat den auch gleich dran genippt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nutze die Gelegenheit mal aus und stellst mal Fragen. Ja? So von wegen, was ist denn so der Sinn des Lebens bei euch Eintagsfliegen? Und sie sagte dann, der dreht sich bei denen alles um Sex. Und ja, das hört sich auf der einen Seite ganz gut an. Aber durch den immensen Zeitdruck, wa? Da müssen die natürlich nehmen, was kommt. Also, ob der Partner dann krumme Beine hat oder schiefe Zähne oder aus Spandau kommt, ist egal. Die müssen da halt ihr Pensum erfüllen und am Ende des Lebens können sie dann sagen, ja, das war jetzt aber sinnvoll. Ja, ich hab's dann halt noch weiter gefragt, so, was ist noch wichtig bei euch Eintagsfliegen? Und sie sagte dann, früh aufstehen. Und ist ja auch klar, wa? Weil wenn jetzt in der Eintagsfliege, sagen wir mal, bis um 12 Uhr in den Betten liegt, da ist ja die Hälfte des Lebens schon vorbei. Ja? Da kann die quasi liegen bleiben. Ja, was mir noch ganz wichtig war, war das Thema Absicherung. Ja, natürlich, was ist, wenn mal was passiert? Ja? Und dann habe ich sie gefragt, seid ihr krankenversichert? Und sie sagte dann, nee, ist ja affig und ist ja auch klar, wa? Weil wenn jetzt in der Eintagsfliege, kennen wir alle, extra aufs Amt scheißern musst, so eine Karte ziehen, irgendwie 3 Stunden lang warten, dann hast du vielleicht was vergessen, musst wieder nach Hause und dann musst du da wieder hin und
Ja, im Endeffekt wird dann das ja auch alles erst 4 Wochen später zugeschickt, wa? Na, der weitere Verlauf des Abends war so gewesen, dass wir dann noch alkoholische Getränke zu uns genommen haben. Und dann ist was passiert, also da bin ich dann direkt ein bisschen aggressiv geworden. Da redet die so und mitten im Satz fällt sie vom Stuhl und ist tot. Da hab ich auch gedacht, na, das ist ja auch keine Art. Sterben müssen wir alle mal, man kann ja noch mal Tschüss sagen. Ja, dann habe ich geteilt, wie man das so macht, war schnell noch eine Kerze angezündet, hab noch ein bisschen was gebrubbelt, brubbel. Und dann ich im Klo runtergespült. Ja, da habe ich halt gedacht, man muss wissen, wie man in so einer Situation mit solchen Tieren umgeht. Mm. Ja. So, jetzt mal dit. Tschüss. So, ich habe die Geschichten auch vorbereitet und habe mir auch anfangs erstmal gedacht, Mensch Krömer, was soll man eigentlich für Geschichten schreiben? Was sind die Leute sich eigentlich noch in der Lage anzuhören alles? Und da habe ich gedacht, Mensch Krömer, schreib doch mal was über die Dialogform im Tatort. Ich weiß nicht, ob ihr vor 3 Wochen Tatort gesehen habt, mit Dominik Rake in der Hauptrolle, wo gleich zum Anfang zum Showdown kam. Dominik Rake fährt mit dem Auto, fährt und kriegt dann von der rechten Seite voll einen reingeknallt. Es kommt zum Unfall. Man sieht die Augen von Dominik Rake nur noch so close up, ja, wo er so richtig die schauspielerische Fähigkeit nur in die Augen gelegt hat. Also man konnte Sätze in den Augen lesen wie, ach, hm, jetzt ist er ja blöd. Ja, also richtig an den Knöppel gedreht eben. Und er in seiner Panik steigt halt aus, baut sich vor dem Typen auf, der ihm da reingeknallt ist und sagt dann wörtlich, na so geht es wohl aber nicht. Du Piepmatz. Und da habe ich gedacht, klar, das sind so Dialogformen, wie man so aus dem Leben kennt. Ja, so richtig schön 1:1 übernommen. Ich habe dann auch gedacht, wann würde ich jetzt solche Redewendungen anwenden? Und ist mir auch sofort klar geworden, ich jetzt zum Beispiel nachts um 3 in Hohenschönhausen. Ja, mit noch so einem Schild um Hals, wo drauf steht, Ausländer finde ich alle klasse, die können ja auch bei mir wohnen. Ja, und dann sagen wir mal, jetzt kommt da so eine Horde Skinheads auf mich zu, ja, 15 Leute, Glatze, Baseballschläger, ein Pipapo, alles, was man halt so hat, wenn man tagsüber nicht viel zu tun hat. Und die bauen sich dann vor mir auf und sagen dann, na, aber ein ganz schön Kesserspruch. Du Racker. Ja, und ich natürlich nicht auf den Mund gefallen, sage denn, na, passt mal auf, was ihr jetzt hier macht. Ihr Piepmätze. Mann, wo kommt ihr eigentlich her? Ach so, naja, und wo? Wo ist denn Osten? Die Mauer ist jetzt offenbar, wir können alle rüber. Also wirklich, ja, ist wirklich wahr. Ich bin auch hier. Ich dachte auch, ey, was, ja, kein Visum und so, aber kannst du mal sehen. So, dann haben wir noch eine aktuelle Nummer untergebracht, wa? Die CD heißt denn, die Mauer ist offen. Na toll. Ja, ich habe noch eine Geschichte, da geht es aber um was ganz anderes. Ich habe mich ja jetzt letztens getrennt. Ja. Von meinem Fernseher. Die Geschichte heißt, als ich mich von meinem Fernseher getrennt habe. Untertitel, wurde auch Zeit, dass das Scheißding endlich aus dem Haus ist. Da habe ich nicht lange gefackelt. Fenster auf, Anlauf genommen und dann hat das Ding im hohen Bogen aus dem Fenster geschmissen. Und weg mit dem Rotz, habe ich mir gedacht. Ja, jetzt wird sicherlich der ein oder andere denken, ey Krömer, da hätte ja auch irgendjemand das Ding voll auf den Kopf kriegen können. Das hätte der wissen Person dann bestimmt nicht so in seinen Tagesablauf reingepasst. Und ist ja auch klar, war, das war morgens um 9 gewesen. Glaubt dann auch kein Chef, wenn man am morgens blutig verschmiert zur Arbeit kommt. Und dann sagt, ja, sorry für die Verspätung, Chef, aber mir ist ein Fernseher auf den Kopf gefallen. Ja, nun muss ich aber dazu sagen, ich wohne in so einer Kellerwohnung. Und von daher habe ich den Fernseher auch nicht jetzt zum hohen Bogen aus dem Fenster geworfen, sondern mehr so von unten nach oben gehoben, auf den Bordstein gestellt und dann einen Zettel rangegeben, wo drauf stand 20 Euro bitte. Aber warum? Warum diese Aggression gegenüber TV-Geräten? Na, allein schon wegen den ganzen Scheißformaten, die da so laufen. Magazinshows, Actionshows, Game-Shows, zum Beispiel, es geht um 100.000 Euro. Na, da haben wir doch denn nicht von.
So, Elfriede, du musst jetzt hier in diesen überdimensionalen, im Durchmesser einen Meter großen Popel beißen. Elfriede, denn, oh nee, lass mal, oh, ist mir ein bisschen unangenehm, oh, gibt's nicht noch Alternativen, oh, kann ich nicht lieber jemand anrufen, oh. Nein, du musst, es geht um 100.000 Euro. Na denn, hang. Was ich ja auch liebe, sind Talkshows. Ja, Talkshows, meine Oma sagt immer Talkshows, deswegen, das wollte ich einfach mal jetzt hier im Programm unterbringen, damit ihr nachher nach Hause gehen könnt und sagen könnt, ey, der Krömer, ist ja einer von uns. Weil der hat ja auch eine Oma. Ja, Talkshows mit so wunderbaren Themen wie Hilfe, mein Schäferhund ist schwul. Oder Hilfe, ich bin so hässlich, dass ich mir beim Rausgehen vorher meine Plastiktüte am Kopf ziehen muss. Oder Hilfe, meine Mutter stinkt, wat nu? Heim. Ja, und man selber denkt dann, ach Gott, wenn sie doch so stinkt, ab ins Heim. Aber nee, die machen dann da gleich eine ganze Sendung groß. Wenn auch deine Mutter stinkt, bitte melde dich bei uns und dann riechen wir mal. Und dann gibt es ja noch so Klassiker wie zum Beispiel gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mit so wundervollen Dialogen wie Patricia. Ich gehe jetzt eben mal Schrippen holen. Wirst du mich noch lieben, wenn ich in 10 Minuten wieder zurück bin? Und soll ich dir vielleicht noch was Süßes mitbringen? Und dann Ende. Die Sendung hat ihren dramatischen Höhepunkt gefunden. Abspann. Wird Daniel Patricia wirklich noch was Süßes mitbringen? Sehen Sie morgen, wie es weitergeht. Oder kaufen Sie sich gleich das 180-seitige Buch, was da heißt, vielleicht überlegen mit noch mal ins anders und bringen da einfach ja nicht mit, du blöde Kuh. Und dann Werbung. Immer wenn es am spannendsten wird. Damals waren die Werbepausen noch dazu, da mal pinkeln zu gehen. Aber heute, so viel kannst du ja nicht mehr trinken, wie du da pinkeln möchtest. Was ist denn das hier? Oh, jetzt schreien von der Gazak. Die werden ja ganz schön pampig, wenn du 8 Monate nicht zahlst. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, aber da bei der letzten Mahnung, da kommen die ja persönlich bei dir zu Hause vorbei, wa? Und schieben dir die Mahnung dann persönlich durch den Briefschlitz durch die Tür. Und ich hab da bei mir super reagiert, ich hab da einfach zugenagelt. Und was soll ich euch sagen? Jetzt kommt der Vogel an, ja, und schiebt mir das Schreiben so durch die Seite, durch die Tür durch. Ich von drin natürlich gleich wieder rausgeschoben. Ja, Finger oben an. Ich auch wieder raus, er hier an der Seite, rein, raus. Das Spiel ging eine Dreiviertelstunde. Halli, hallo, ja. Bis ich dann irgendwann einen Zettel geschrieben habe, da stand drauf, hallo, ich bin heute nicht zu Hause. Bin er von oben nachgelegt, dann komme ich morgen wieder. Hab jetzt auch noch, wo kommen Sie denn jetzt gerade her? Sind Sie zu spät gekommen? Halt doch mal die. Was? Wir machen hier eine CD, Sie können doch nicht pullern gehen. Ja, kann doch nicht jeder machen, was er will. Dann halten Sie zurück oder ziehen Sie hoch und spucken das ins Glas oder so. So, wir warten. Wir warten eben. Ja. So, für die Leute, die jetzt gerade eine CD hören. Jetzt dauert's. Und Hände waschen aber auch. Jetzt ebbt's gerade ab. Teilweise haben die Leute schon Schaum vorm Mund. Ja, toll. Ach nee, war dein Text. Will ja nichts klauen. Willst du nicht noch einen Schwank aus deinem Leben erzählen? Wir machen einfach weiter, wir warten jetzt nicht auf die Troller, wa? Ja, ich habe eine Geschichte geschrieben, weil ich habe ja auch mal, kann ich ruhig zugeben, ich habe ja auch mal in Mitte gewohnt. Ja, danke davon, dem Einzigen, der heute aus Mitte kommt, oder was? Ist auch alleine hier, wa? Naja, bin dann aber wieder nach Neukölln gezogen und da musst du ja ganz schön was anhören, wa? Ey, von deinen ganzen Freunden. Na, wirf doch dein Leben nicht so hin! Endest in eine Gosse! Und ich war mir aber ja. Die Geschichte heißt die Traumfrau. Ich wohnte also schon ein paar Tage in einer neuen Wohnung, schaute dann eines Tages aus dem Fenster, riss es auf und vor meinem Haus stand ein Möbeltransporter.
ich das Fenster schnell wieder zu, weil ab und zu muss man da auch mal mithelfen. Aber die Leute riefen mir dann schon zu. Du, wir sind hier nur zu dritt, kannst du uns nicht helfen? Und ich dachte sofort. Und dann kam das Schwein in mir hoch. Im Nachhinein habe ich mich dafür geschämt. Jedenfalls schrie ich ihnen zu. Ihr könnt es von da unten vielleicht nicht sehen, aber ich habe nur ein Bein. Im selben Moment stieg aus dem Fahrerhäuschen des Lastwagens eine wunderschöne türkische Frau aus. So ungefähr 24 Jahre alt, dunkelbraune, lange Haare und ein Lächeln im Gesicht, sodass ich dachte, ab heute verfügt Neukölln über zwei Sonnen. Ich schreibe meine Texte übrigens alle alleine. Und dann schrie mir einer der anderen zu, aber wir würden dich trotzdem gerne zu unserer Einweihungsparty einladen. Ich schaute die schöne Frau an und dachte, wo krieg ich jetzt so schnell mein zweites Bein wieder her? Vollidiot, dachte ich. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Lass da was einfallen. Aber ich wusste, in so einer Situation ist alles erlaubt. Die Leute kramten weiter an ihrem Laster rum. Ich schrie ihnen zu. Ich kann wieder gehen! Ich muss diese Frau kennenlernen, dachte ich. Und ich hatte eine Idee. Ich stellte mich der Situation, indem ich einfach hinunterging. Beim Hinuntergehen dachte ich an meine Musterungszeit zurück. Mach einfach auf psychisch labil. Ich öffnete die Eingangstür, zog ein Bein hinter mir her und schrie immer wieder wie von Sinnen, Wasser, Wasser, Wasser! Die Leute schauten mich erstaunt an. Wie, Wasser, Wasser, Wasser? Und was ist das dann? Halt ich Plastikbein oder was? Mein Gott, dachte ich, was mache ich denn hier? Was soll ich denn jetzt sagen? Oh, ist ja wieder da, na wo kommt das denn hier? Na wisst ihr, ich habe gerade Fieber, sehr starkes Fieber. Außerdem kommt der Wahn dazu, dass ich mir einbilde, mir fehlen Körperteile. Was mache ich denn hier, dachte ich. Denn doch lieber eine Kontaktanzeige schalten. Junger Mann mit blühender Fantasie und leichter Klatsche sucht. Aber ich wollte diese Frau kennenlernen. Und ich hatte ja auch schon viel erreicht. Ich hatte wieder zwei Beine. Ich helfe denn jetzt mal mit. Kaum hatte ich diesen Satz ausgesprochen, erhielt meine Traumfrau einen Anruf. Ihre Mutter fragte, ob sie nicht ihren kleinen Bruder vom Kindergarten abholen könnte. Ich muss mal eben weg, aber ihr habt jetzt auch Verstärkung bekommen, sagte sie. Ich trug gerade einen alten Ledersessel auf den Kopf gestützt, der mir dermaßen die Nase eindrückte, dass ich nur noch sagen konnte, ja, ist auch kein Problem, macht ja auch Spaß. Ich trug also diesen alten Ledersessel in ihre Wohnung und dachte darüber nach, warum müssen Menschen mit schweren Ledersesseln eigentlich immer im fünften Stock wohnen? Der Tag verging, der Umzug war geschafft, aber sie kamen nicht mehr. Ich ging schlafen. Ja, sagen wir mal jetzt so von Herzen. Morgen gehst du einfach hoch und dann lädst du zum Kaffee ein. Mach dich hoch. Ich ging hoch, klingelte verliebt an der Tür, die Tür ging auf und vor mir stand ihr kleiner Bruder. Na, du laufender Meter, der Onkel würde gerne mal zu Gülei. Er sagte nur, ey Alter, geh wo du wohnst, du alte Scheiße. Und schlug die Tür wieder zu. Na toll, dachte ich, die Familie steht ja schon voll hinter mir. Du, man süß dich? Ja? Na, dann sag das mal deinem Gesicht. So, ich hab hier noch, bei der Geschichte muss ich aber sagen, da habe ich jetzt kein Ende für, also definitiv nicht, auch nicht vergessen oder irgendwie, oder jetzt so, die ist einfach, steht mal so da und hat kein Ende. Wer ein Ende hat, kann mir das gerne zumailen unter meiner Adresse www.scheiße, ich finde mal kein Ende.de. Ah, ist jetzt verstanden, wa? Ja, aber ist egal. Die Geschichte heißt, als ich mal ins Altersheim musste. Neulich rief mich meine Tante an. Ich wusste schon genau, was sie wollte. Aber ich ließ sie erst mal erzählen. Mensch, du warst doch immer noch nicht da gewesen. Besuch da endlich mal deine Oma im Altersheim. Mensch, Junge, da freut die sich. Da kannst du ruhig mal machen. Mensch, Omas freuen sich doch, wenn sie Besuch kriegen von ihren Enkeln. Gehst du einfach mal hin und du, da freut die sich. Pff, ja, sagte ich. Ich werde sie mal besuchen. Schon allein aus dem Grund, weil ich glaube, dass sie sich da einfach freut. Ich fuhr also nach Wittenau. Berlin, Wittenau. Wenn man in Wittenau aus dem Zug steigt, denkt man, man wäre schon im Heim. So eine Art Open-Air-Heim. Nach stundenlanger Suche war ich dann endlich da. Beim Pförtner fragte ich nach, wo ich meine Oma finden würde. Ach, sagt der Pförtner, auf Besuch bei der Oma, war du, da freut die sich. Ja, ja. Das Heim war so eine Art Apartmentsiedlung. Ich blieb stehen und versuchte mich zu orientieren. Eine Oma überholte mich.
Mit einer von 0 auf 100 in 2 Wochen Geschwindigkeit. Entschuldigung, sagte ich, suche meine Oma Anneliese. Anneliese, die ist am Ende. Wie, was am Ende? Was ist hier los? Wie geht's meiner Oma Anneliese? Na, da am Ende, Flur links. Ich klingelte bei meiner Oma an der Tür. Die Tür hing auf. Hallo, Tobias, sagte sie. Mein Name ist Kurt. Naja, kannst du ja nicht für. Aber komm erst mal rein, Andreas. Dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und haben Kaffee getrunken. Und dann sah ich auf dem Fliesentisch meiner Oma ein Relikt aus längst vergangener Vorzeit. Es gibt ihn also immer noch, dachte ich, wie er da so dastand, in all seiner Schönheit. Der Tele-Gebäckständer. Alles war wie damals, oben die Nüsschen, in der Mitte Salzstangen und unten Mancherie. Ich nahm mir eins. Nee, Finger weg, da ist Alkohol drin, Manfred. Kurt. Widerspreche nicht, sonst gehst du in dein Zimmer. Sie machte Musik an, Julio Iglesias, und sang laut mit. Es klingelte an der Tür. Frau Kuschewski, ihre Nachbarin, beschwerte sich über die laute Musik. Meine Oma sagte nur, ja, ja, mein Gott, es ist eklig, wenn sich alte Menschen so aufregen, du Pfeifenzeisig. Sie knallte die Tür wieder zu. Ja, hat wie gesagt kein Ende. So. Die Geschichte heißt Robert, das schaffen wir schon. Jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass Robert De Niro wieder einen neuen Film dreht. So was mit Milieu und so, mit in die Figur reingehen, ganz tief, also mit allem Pipapo und so. Spielort sollte die Bronx von New York sein. Ja, da habe ich Robert daraufhin erstmal angerufen. Ey Robert, ich habe gehört, du drehst wieder einen neuen Film. Pass auf, Robert, ich habe eine klasse Idee. Du drehst da deine Milieufilme immer in der Bronx von New York. Das ist ja langsam ausgenudelt, das Thema. Komm doch mal zu mir nach Berlin-Neukölln. Das ist ohne Bronx, aber halt noch nicht lange noch nicht so ausgenudelt wie das Elend da bei euch. Und Tipps kann ich euch auch geben, denn nicht umsonst habe ich das Buch geschrieben, Endstation Neukölln, der Zug endet hier und der nächste kommt sofort. Ja, Robert fand die Idee auch sofort klasse. Wir verabredeten uns denn, ja Robert, kommst du einfach vorbei, ich habe hier zwar nur so eine 1,5-Zimmer-Wohnung, ist aber kein Problem, müssen wir uns halt ein bisschen arrangieren, halli, hallo, pipapo und tschüss. Ein paar Tage später stand er dann bei mir vor der Tür. Aber er war nicht alleine. Er hatte noch jemanden mitgebracht. Johnny Depp. Ich habe sofort reagiert. Nee, Robert, den Vogel schickst du wieder nach Hause, den kann ich nicht leihen. Robert zögerte. Aber er wusste genau, wenn er sich mit mir nicht verscherzen wollte, muss er jetzt schnell handeln. Er schickte ihn nach Hause. Johnny fing an zu weinen. Er kratzte an meiner Tür und bettelte. Ich bin noch ganz ruhig, ich sag nichts, ich sitze einfach nur so rum. Ich ging vor die Tür und löste sie mit Gewalt von meinem Türknauf. So, Johnny, jetzt aber ab nach Hause, aber so schnell wie der Hund bellt. Man muss auch mal loslassen können. Ich ging wieder zurück ins Wohnzimmer. Da saß er nun also, Robert aus Amerika. Er hatte einen schwarzen Smoking an und trug rote Lackschuhe. Na Robert, mit den Klamotten wird das natürlich nichts hier mit unserer Milieustudie. Hier, zieh da mal diesen Baumwoll-Jogginganzug an. Und dazu hier die grünen Espadrillos. So, und jetzt jemand zu Pennymark. Ich habe nämlich nicht mehr zu futtern. Kurz vor Penny wurde Robert dann wiedererkannt. Ey, Sie sind doch Robert, hier, der hier, na, der aus dem Fernsehen. Ich nahm den jungen Mann in meinen Arm. Wir bauten uns vor Robert auf. Und dann fragte ich den Mann, meinst du, olle Robert aus dem Fernseher läuft hier in Kottbusser Damm lang in Espadrillos und einem Baumwoll-Jogginganzug, wo ein Bild von Alf drauf ist und die Überschrift Null Problemo? Überlege doch mal, mein Freund. Aber ich erkenne ihn genau wieder, sagte der Mann, hier an seinem Muttermal, rechts unter seinem Auge. Und dann sagt er auch. Na Robert, das ist jetzt natürlich blöde. Robert schaute mich kurz an, griff sich an sein Muttermal, löste es ab und gab es mir in meine Hand. Und dann sah ich, was Robert De Niro da seit circa 35 Jahren rechts unter seinem rechten Auge zu kleben hatte. Eine vertrocknete Rosine. Das war die Idee von seinem Manager, sagte Robert, wegen der Wiedererkennung und so. Ich warf die Rosine im hohen Bogen von uns weg und schrie, Robert, du bist frei. Dann gingen wir zu Penny an die Fleischtheke. So,
So, Robert, hier kannst du jetzt was aussuchen. Eine Billywurst, ein paar Wiener oder eine Scheibe Mortadella. Die Wurstfrau kam. Robert kriegte den Mund nicht auf. Und in ihrer von uns allseits geschätzten, nonchalanten Berliner Verkäuferin-Art fragte uns die Wurstfrau denn, wollt ihr jetzt kicken oder kaufen? Na Robert, wat nu? Mach halt den Mund auf, stille. Mann, Robert, du bist Schauspieler, sei jetzt spontan, mach irgendwas aus deinem Repertoire oder so. Eine Scheibe Mortadella. Nee, Robert, erstmal sagt man guten Tag. Guten Tag. Ja, und jetzt vielleicht mal im ganzen Satz. Mensch, Robert, reiß halt ein bisschen zusammen hier. Guten Tag, eine Scheibe Mortadella, bitte. Da bemerkte ich, dass Robert ganz schön schüchtern ist. Naja, dachte ich mir, den müssen wir halt erstmal ein bisschen auftauen. Wir gingen in die Sonnenallee, ins Sonneneck und setzen uns an die Theke. So, Robert, jetzt bestellen Sie hier mal ein Herrenideck und dann flirtest du noch ein bisschen mit der Bedienung. Guten Tag, ich hätte gerne zweimal ein Herrengedeck. Du Kessesumse. Im selben Moment betrat Wolfgang Job die Kneipe. Er hatte einen goldenen Anzug an und trug Schuhe aus Glas. Er war auch in Begleitung eines Schauspielcoaches. Wir erfuhren dann, dass Wolfgang auf einen neuen Film vorbereitet werden sollte, in dem er einen Bettler spielen sollte. Würde wohl noch ein bisschen dauern, dachte ich mir. Es war spät geworden und Robert hatte schon leicht in dem Tee. Immer wieder spielte er Szenen aus Taxidriver nach. Hoch als die Bedienung kam, um abzukassieren. Redest du mit mir? Ja, ich krieg 25,80 von euch. Du redest also wirklich mit mir? Pass mal auf, du froh, ich hol gleich die Bullen, 25,80. Ja, Robert hat an dem Tag sehr viel gelernt. Abends bei mir zu Hause fing er an zu heulen. Ihm fehlte seine getrocknete Rosine. Um der Heulerei ein Ende zu setzen, schnitzte ich ihm Muttermal aus der Scheibe Mortadella, die er noch in seiner Tasche hatte. Er fragte mich dann, ob ich nicht sein Manager werden wollte. Nee, nee, Robert, lass mal Hollywood, das ist nicht für mich hier. Ich brauche meinen Berlin, meine Currywurst und meine Wurstfrau. Am nächsten Morgen fuhr ich Robert dann zum Flughafen. Die Mortadella in seinem Gesicht war schon ganz schrumpelig. So, Robert, sagte ich zu ihm, lass uns nicht lange quatschen. Tschüssikowski, lass deine anmachen und ruf an, wenn du wieder in Town bist. So, jetzt kommen wir zur kleinen Experimentierreihe hier. Ich habe ja sehr viel Zeit tagsüber und da habe ich mal gedacht, Mensch, man kann ja mal ein bisschen rumexperimentieren. Und ich habe es geschafft, ich habe mein Horrorgeräusch, das schlimmste Horrorgeräusch, was ich kenne, kann ich jetzt nachmachen, so aus dem FF quasi. Und es handelt sich dabei um dieses Geräusch, wenn ein Bohrer Zahn trifft. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das neue Ohren habt. Ja, habt ihr auch bald wieder neue Sitzung, wa? Und jetzt kann man das hervorragend imitieren, indem man so einen, wie heißt das hier, so einen Latte Macchiato-Stab nimmt. Ja, ich weiß, ist ein total alberner Name. Bei uns in Neukölln heißt das einfach Aufrührstab. Den Scherz kannst du dir mal erlauben, nur. Gehst mal zu Karstadt am Hermannplatz und dann gehst du mal in die Abteilung und sagst, ja, guten Tag, ich hätte gerne einen Latte Macchiato-Stab. Kriegst du gleich mal auf die Fresse. Und dann lieber bei Quelle bestellen. Na. Kriegst du denn die Backpfeife per E-Mail. Und jetzt habe ich hier so ein Ding zufällig da. Jetzt nutzen wir mal die nächste halbe Stunde so als so ein kleines Hörspiel. Und wer sich wiederfindet, der kann auch gerne Aua rufen. Man braucht jetzt dafür auch noch so einen ganz normalen BVG-Fahrschein hier. Los geht's. Oh, da müssen wir wo bohren. Mensch, das geht ja bis zur Wurzel runter. Zack, da ist er weg. Ja, wollte ich nur mal zeigen, mit was ich tagsüber mich so beschäftige hier. Das ist wirklich Gold wert, das Ding. Kann man
Kann man jetzt auch, wenn man Freunde hat, die man nicht mehr leihen kann oder so, mag ich auch ganz gerne, dass ich dann bei denen morgens um 6 Uhr anrufe. Guten Tag, hier ist Dr. Van Helsing. Hatten wir nicht einen Termin? Die melden sich dann nicht mehr. Bin weg. Das Schöne an Auftritten ist ja, dass man ab und zu wiedererkannt wird. Klasse Sache, sollte man meinen. Letztens wurde ich in der U-Bahn wiedererkannt. Die Freude war groß und ich fragte ihn, wie es ihm gefallen hat. Und das war mein Fehler. Der Mann, ein Holländer, der total gut drauf war, die positive Energie floss ihm quasi aus den Ohren. Positive Gedanken finde ich ja auch klasse, aber halt nicht 24 Stunden am Tag. Der gehört bestimmt zu den Leuten, die morgens früh aufstehen und sagen, oh, es regnet draußen, toll, da freut sich der Bauer. Oder Kaffee ist auch keiner mehr da. Naja, ist auch viel zu ungesund. Oh, klingelt wieder an der Tür. Der Rechtsverzieher nimmt wieder alle Sachen mit. Naja, die Bude ist eh zu vollgestellt. Telefon klingelt, die Freundin macht Schluss. Na, ich glaube, ich kann auch alleine ganz glücklich sein. Ja, jetzt ein typischer Sorge, die ich nicht lebe, Holländer. Und der fing also mit mir nochmal alle Einzelheiten des Auftritts durchzugehen. Also, ich hab mir total super gefallen, was du gestern da gemacht hast. Total super Atmosphäre, klasse, toll. Ja, macht mir auch immer sehr viel Spaß. Also, den Abend durchzog eine positive Energie, ganz tolle Angelegenheit. Super, total, klasse, toll, super, toll, klasse, toll, super, grasartig, großartig, super, toll, klasse, toll, aber auch super. Ich nur, ja, Holländer eben. Ja, jedenfalls war für mich der Abend so inspirierend, dass ich auch angefangen habe zu schreiben. Lass mich kurz erklären, worum es in meiner Geschichte geht. In meiner Geschichte geht es um eine Currywurst. Eine Currywurst, die sich nicht so mit die Pommes Frites versteht und zudem alledem noch eine Ketchup-Allergie hat. Mann, oh Mann, sagte ich, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu sozialkritisch. Und was machst du jetzt aus der Idee? Ein Buch oder eine Samstagabendshow? Ja, also Fernsehen wäre schon klasse, toll, supi, klasse, toll. Ja, und supi, nehme ich mal an, wa? Ah, Fernsehen. Ich sehe das auch schon vor mir, der große Sat1-Filmfilm. Fleisch, eine Currywurst geht ihren Weg. Hermannplatz, ich war frei. Ich rannte aus dem Waggon und hörte den Holländer mir noch hinterherrufen. Für die Zukunft, alles Gute, schack, check, soll, toll, toll, supi, klasse, toll, klasse Atmosphäre, supi. Die Tür ging denn schon los, ja, zu, irgendwie der fuhr schon immer noch so aus dem Spalt raus, Jupiter, schack, 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 der war im Tunnel drin, Hermannplatz, der war schon Alexanderplatz, ich hörte immer noch aus dem Tunnel rufen, schack, schack, toll, 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 ah, super, Jupiter, klasse, toll. Letztens war ja wieder große Vorsprechen hier an der Hochschule der Künste, war zum Thema Schauspielerei und ich durfte zuschauen. Und ich habe mich anfangs noch gefragt, was motiviert junge Menschen eigentlich dahin zu rennen und sich denn da vorzustellen, wa? Wegen meiner Motivation bin ich ja mal aus einem Schauspielworkshop rausgeflogen, weil ich damals von der Lehrerin gefragt worden bin, warum ich das alles mitmache. Und ich habe halt gesagt, na, weil ich was machen möchte, was mir Spaß macht. Da hat die Alte erstmal so einen Hals gekriegt. Die Augen traten hervor und dann schrie sie mich an. Spaß! Wir machen jetzt hier nicht zum Spaß! Wir machen hier großes Theater! Epochales Theater! Ja, monumentales Theater, möchte ich was sagen. Hier geht es um Liebe, Schmerz und ganz wenig Hoffnung. Ja, hab ich gesagt. Toll, dann können wir jetzt weitermachen. Macht mir nämlich ja keinen Spaß mehr. Ah, und ich habe dann eben da zugeguckt, in so einem großen Saal war das, so wie hier, Fenster waren zugezogen mit Gardinen, in der ersten Reihe saß ein People, der hat so Prüfer gemacht und dann begann das große Schauspiel. Die erste Vorsprecherin, eine junge Frau, kam gleich in den Saal reingepest. So, mit was soll ich jetzt beginnen? Mehr was Klassisches jetzt? Was zeigt denn heute jetzt? Oder soll ich was steppen oder ein Song singen? Nee, ich bin gut vorbereitet. Der Prüfer denn, sagen Sie mal, gehört das jetzt zur Rolle, oder? Haben Sie eventuellen Sprachfehler? Nein, ich habe keinen Sprachfehler. Na, hört sich aber so an. Hört es sich nicht.
Ja, das ging dann eine ganze Weile immer hin und her. Doch, nie, doch, nie, doch, nie, doch, nie. Irgendwann hielt sie sich dann die Ohren zu. Ich kann die nicht mehr hören. Der Prüfer nur und wir können sie ja nicht mehr sehen. Der Nächste bitte. Der Nächste war dann so ein älterer Herr, irgendwie um die 65 rum. Der hatte so einen Amerika-Anzug an, war so rosafarbene Lackschuhe irgendwie, ein Hütchen ohne auf. Kam auch gleich rausgestürmt. Hallöchen! Mein Name ist Johnny Vegas, ich bin Alleinunterhalter und ich würde gerne noch besser werden. Pass mal auf, ich beginne meinen Vortrag erstmal mit einem Kessenwitz aus meinem neuen Programm, was da heißt, aus Hackepeter wird Kacke später. So, pass auf, und nun der Witz. Kommt ein Mann zum Arzt, pass auf, ich gehe nochmal raus und komme dann direkt als Witz wieder rein. Pass auf, kommt ein Mann zum Arzt. Ah, nicht alle mit den Schlüpper, ey, aber. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe Durchfall. Sagt der Doktor, dann machen Sie auch einen Handstand. Ja, das war doch ein Knaller, oder? Und wie sieht's aus? Wann kann ich meine Karriere bei Ihnen beginnen? Der Prüfer dann so, na, Sie sollten lieber darüber nachdenken, wie Sie Karriere beenden können. Der Nächste bitte. Der Nächste war dann ein jüngerer Mann, der hatte so eine fleischfarbene Badekappe auf. Kam dann auch rausstolziert und hat dann erstmal seinen selbst zusammengebastelten Hermann van Veenmull-Look vorgetragen. Blutje, blatje. Tröpfel, tröpfel. Pietje, patje. Pietje, patsch. Pietje, patsch. Tröpfel, tröpfel. Pietje, patje. Pietje, patje. Pietje, patsch. Patsch, pietsch. Patsche, pietsche, 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 patsche. Hallo, Alfred, wo bist du? Pietsche, patsch. Pietsche, patsch. Der Prüfer, ja, das hatte ja schon sehr viele heitere Momente. Können Sie denn auch Dialekte aus anderen Ländern? Und er so, natürlich, passen mal auf. Pietsche, platsche. Tröpfel, tröpfel. Hallo, ich komme aus Russland. Der Prüfer denn, wie gesagt, alles klar, hat uns sehr gut gefallen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir rufen Sie dann an. Er dann so, aber nicht morgen, da bin ich nicht da. Der Prüfer, na, wir würden das einfach öfter probieren. Der Nächste bitte. Der Nächste war eine junge Frau, die wurde nicht unterbrochen, die konnte voll durchspielen. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, 1,5 Jahre oder so. Jedenfalls hat der Prüfer dann irgendwann nur reingerufen, ja schön, so, wir würden jetzt gerne mit Ihnen improvisieren. Versetzen Sie sich doch dazu jetzt mal bitte in die Lage eines Schafes. Sie so, was? Ja, in ein Schaf, in ein kleines, von der Herde abgekommenes Schäflein, was nun vergeblich ist auf der Suche nach seiner Mutter. Und sie fing an zu spielen. Mäh? Mäh, 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 mäh. Mama, ich bin von der Herde abgekommen. Mäh. Und irgendwann hat die Alte so ein Fläche gekriegt, ja, dass sie da, die war eins mit dem Schaf. Die hat sich da so reinversetzt, ja, die hat ausgesehen wie ein Schaf, die hat gerochen wie ein Schaf. Und dann ist sie dann eine Stunde im Kreis immer mäh, mäh. Und ich dachte, auf meinem Platz, ich mach mir keinen Schrank auf, ich glaub, das wird Tag, ja. Und die war mäh, mäh. Und die war da so eine Rolle drin, dass ich dachte, ey, die geht bestimmt noch so nach Hause, ja. So im Bus rein, hallo, mäh. Einmal Normaltarif, mäh. Wo ist denn hier für Schafe, mäh. Ja, und unterwegs trifft sie dann vielleicht noch Christoph Schlingensief, der da gerade eine Heuschrecke nachmacht. Mäh, mäh. Schlingensief, das ist auch so eine Gabi, aber... Das ist eine andere Geschichte. Ja, ich weiß auch nicht, was aus der Frau geworden ist, keine Ahnung, aber wenn ihr demnächst mal wieder im Theater seid und dann... Mäh. Das ist er denn. Ja, der letzte Vorsprecher, der in den Saal reinkam, war Sandro, ein Italiener. War, der war so drauf, wie man eben so drauf ist als Italiener. Kam gleich rein, hallihallo. Hallöchen, mein Name ist Sandro, ich bin Italiener und ich bin froh, hier in Deutschland zu sein. Deutschland ist das schöne Land. Schön, 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 schön. Aber die Leute sind immer traurig. Die Deutschen haben immer Probleme. Hast du nicht Problem, bist du nicht deutsch. Der Prüfer... Dann fragte der Prüfer ihn halt noch so, wir würden Sie jetzt gerne mal fragen, was ist Ihre Motivation, warum wollen Sie das hier alles mitmachen? Und ich dachte mir hinten auf meinem Platz noch, komm, los, sag es schon, knall es raus.
Und er, na, weil ich in meine Leber mache, Melzer, was mir Spaß macht. Strike! Rief ich von hinten rein. Tor! Ja, Sandro ist heute mein bester Freund. Und wenn wir lachen wollen, dann spielen wir Theater. Ja, ich hatte ja letztens Besuch gehabt aus Köln, war, und die haben mich gefragt, Mensch Krömer, kannst du uns nicht mal ein bisschen deine Stadt zeigen? Und ich habe natürlich sofort diese Touristenverarschungsprogramm abgezogen. Mit alle vier Männchen in so einen Bus rein, war, ich hinten wieder raus, Tür zu. Da waren die erstmal 4 Stunden unser Rot. Ja, und dann haben wir uns halt noch ein bisschen Berlin hier angekickt, war, Brandenburger Tor, Fernsehturm, Hallihallo, Pipapo, und die ganze Rotze da runtergespult. Kaffee trinken und so, haben Dienstleistung genossen in Berlin. Muss mal lange suchen, ey. Dann als ich zu Hause war, war die Geschichte, die Überschrift auch schon sonnenklar. Die Geschichte heißt, wir Berliner sind ja quasi die Erfinder der Freundlichkeit. Gerade was die Verkäufer Berlins betrifft, sind wir kaum zu toppen. Mir fällt immer auf, wenn ich aus anderen Städten zurück nach Berlin komme, und dann zum Beispiel bei mir am U-Bahnhof Hermannplatz aussteige und wenn ich dann dort schon den smarten BVG-DJ an seinem Pult stehen sehe, der da mit sanfter Stimme meinen absoluten Lieblingssatz ins Mikrofon haucht. Mit dem Fahrrad nicht in ersten Wagen! Ja, dann weiß ich, ich bin wieder zu Hause. Letztens war ich im Pro-Markt. Ich muss dazu sagen, ich habe da schon sämtlichen Skrupel gegenüber den Verkäufern verloren. Ich gehe einfach auf einen zu und ohne Rücksicht auf Verluste zu nehmen, sage ich dann, guten Tag, mein Name ist Kurt Krömer und ich kaufe jetzt hier ein. Vorher erkundige ich mich natürlich bei den Kollegen, manchmal auch schon Wochen vorher bei den jeweiligen Familien über das Wohlbefinden des Verkäufers. Kann ja sein, dass der längere Zeit nicht gut drauf war oder Probleme innerhalb der Familie hat. Meinem Verkäufer ging es aber gut. Ich eröffnete das Gespräch. Guten Tag, ich interessiere mich für den Epson Stylus 580 Drucker. Der Verkäufer, ja. Schön. Wem sowas Spaß macht? Ich interessiere mich für Fische. Ja, na Mann, ey. Können Sie mir vielleicht irgendwas über das Gerät erzählen? Ja, das ist ein Drucker. Irgendwie ist der Verlauf eines solchen Gesprächs in Berlin immer derselbe. Der Kunde rastet aus. Hatte ich aber keine Lust drauf. Ich besorgte mir seine Handynummer und rief ihn über eine Telefonzelle an. Guten Tag, ich habe zu ihm Ihre Frau entführt. Wir können die ganze Angelegenheit ohne große Blutvergießen über die Bühne bringen. Und nun zum Lösegeld. Ich will keins. Ich möchte von Ihnen alle Informationen über den Epson Stylus 580 Drucker. Habe ich hier noch bekommen. Aufpassen muss man auch, wenn man außerhalb Berlins unterwegs ist. Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen im Allgäu in Füssen. Abends war ich in einer Kneipe und bestellte ein Bier. Und der Wirt sagte, ja bitte, kommt sofort. Ich zuckte zusammen. Passen wir auf, was Scheiße an, kann ich mich alleine, ja? Sie müssen mich doch erstmal fragen, ach, haben wir Durst, ja? Ein kleines oder ein großes Bier, wollen wir aus den Händen trinken oder wollen wir ein Glas haben, ja? Sie müssen mich halt so lange fragen, bis ich so richtig schön scheiße drauf bin. Der Wirt sah mich entsetzt an. Aber sagen Sie mal, so geht man doch mit seinen Gästen nicht um. Sie armer Mensch, wo kommen Sie denn her? Icke? Aus Heidelberg. Icke hielt dann einen Crashkurs in Sachen Freundlichkeit von meinem Nachbarn José, einem Kubaner. Die sind ja sehr freundlich. Sein Lieblingswort ist übrigens Fiesta. Bild, den er aber nicht so richtig aussprechen kann, weil er nur 4 Zähne hat. Vierter, vierter, vierter. Gut, komm mal, vierter, vierter, vierter. Ja, ist ja gut. Vierter.
Ja, aber wie gesagt, er pumpte mich quasi voll mit Freundlichkeit. Ich fuhr also wieder in den Pro-Markt. Hallo, einen Drucker bitte! Ja, und was denn? Na egal, was gerade weg muss. So, und nun U-Bahn fahren, dachte ich mir. Ich lieh mir extra noch ein Fahrrad aus. Und zack, rein in den ersten Wagen. Mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. Ja, aber klar, ich wollte auch nur mal sehen, ob sie auch aufpassen. Mit meiner positiven Energie hüpfte ich dann an den Straßen von Berlin-Neukölln umher. Fiata, fiata, fiata! Bis ich dann am Abend zur Personalausweisüberprüfung durch die Polizei kam. Dankeschön! Tschüss, macht's gut, macht's an! Dankeschön! So, meine Wettlaunch, macht's gut, Freunde! Tschüss! Tschüss! Komm, wir ziehen einfach mal auf und verbeugen uns! So, alle in eine Reihe, genau. Dankeschön. Ich hab heute Geburtstag! Ja, was? Laufen. Ja, stimmt. Nein. Ja, und jetzt? Kommt hier, tragt sie raus, schlagt sie zusammen. So, ich hab Geburtstag heute und werde 27 Jahre alt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich sehe jünger aus. Ja, und wir machen das jetzt. Hör doch mal auf, hier einmal reinzuquatschen. Hier wird sich nicht unterhalten. Hier wird nett geguckt und zugehört. Wir wollen recht, recht fröhlich sein im Hintergrund. Es wird nicht diskutiert. Aus, Feierabend nochmal. Ja, auf jetzt. Ich krieg mit dem Herzen. Tot. Mann, der redet immer noch, ich bin schon tot. So, ich kann wieder gehen, haha. The return of the Kackbratze. Ja, sorry. Ja, was? Geh gleich rüber, ich spiel woanders. Geh zum türkischen Imbiss rüber. Ja, das hab ich jetzt davon. Du meinst, wie ich mich gerade ärgere? Mann, Mann, Mann. So, sag noch schnell was, dann ist es raus. Jetzt ist Pause. Ja, nochmal oder was? Na sag mal, kommst du aus dem Heim oder was? Nee. Komm, mach hinten das Apparatding aus. Wir setzen da morgen nochmal ganz anders wo an. Die ganze CD kaputt gemacht jetzt. Alles im Arsch. Lass mir von dir überhaupt nichts sagen. Hahaha, ich hab heute Geburtstag, ich bin hier das Ehrenkind. Kann ich auch rausschmeißen, hahaha, können wir auch so machen. Ja, du bist mein Soufflé, siehst auch aus, ey. So, ich war alt nur ein Traum. Der sitzt ja nicht mehr hinter mir.
Ja, du bist noch da. Ha, ha, ha. Merken wir alle. Wir sind ja nicht topstumm hier. Völlig aus dem Konzept jetzt gebracht. Fing so schön an, ey, alles. Ich hab keine Lust mehr hier. So, ich hab die Wurst und du fliegst raus. Ja, ich bin natürlich jetzt... Spucke schon, siehst du? Ja, ja. Ich liebe meinen Job, ey. Ich hab bloß was anständig gelernt. So, ich fange nochmal an. Ich habe Geburtstag heute und wir machen das jetzt so. Ihr könnt jetzt alle vortreten und mir die Hand geben und dann so Sachen sagen, die er eben so sagt, wenn man Geburtstag hat. Ich würde tendieren, dass wir vorgehen, einer nach dem anderen. Spontan eben, dann könnt ihr mir auch Geschenke überreichen, falls ihr daran gedacht habt. Falls nicht, schenkt er mir einfach Geld. Ja, ihr habt das schon richtig erkannt, aus zeitlichen Gründen kann ich jetzt da sowieso nicht allen die Hand geben. Deswegen machen wir das nachher draußen. Und ich bin jetzt natürlich wahnsinnig gespannt, was meine lieben Kollegen mir hier schenken. Ich bin ja schon seit 6:30 Uhr morgens hier. Sanjay hat die ganze Zeit schon so gemacht, als wenn er vorne nicht weiß. Ja, ich mach's spannend, mach mal die Augen zu und sag mal, Sanjay, bring mal die ganzen Geschenke rein, die ihr so für mich das Jahr über gesammelt habt. Und dann könnt ihr schon mal Tor 3 aufmachen. So, Spannung, Spannung, Spannung. Ich mach die Augen einfach wieder auf. Ja, ihr macht es ja spannend. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt alles voll liegt hier mit Surfbrettern, Videorekordern und so, Playstations. Ihr macht das ja spannend. Erstmal hier so ein kleines Geschenk und hier so ein... Ja, ich bin richtig gerührt heute an meinem Ehrentag. Kann doch wohl nicht wahr sein, ist das alles hier oder was? Das kann doch nicht, zwei Geschenke, ey, ich komme extra aus Neukölln hierher, verstehst du? Da fährst du mit U-Bahn, musst dreimal umsteigen und dann den Rest hier noch mit der Pferde, weil ja halt gesperrt ist und dann so eine Scheiße hier. Da müssen wir suchen jetzt den Verantwortlichen natürlich, hier rollen Köpfe gleich. Ja, hör auf jetzt reicht es aber. Du, jetzt hab ich aber, jetzt ist das Maß voll, du, mit dem Nein, hör auf, ey, jetzt fehlt mir bloß noch, dass die da hier noch reinkommt. Die stecke ich in den Sack und so lange mit dem Knüppel ruft da, bis da eine anständige Kulturredakteurin bei rauskommt. Die fehlt mir jetzt noch. Da, du bist bestimmt der Mann, wa? Hab ich doch gleich gewusst, du bist der Maulwurf. So, da bin ich aber gespannt, was da jetzt drin ist. Oh, ist versehen runtergefallen. Mag da wohl drin sein, vielleicht ein Vogel? Kann ja fliegen. So, und was ist das hier für ein Rotz? Ja, oh, ey, für mich spricht hier eine Welt zusammen und ihr ruft hier, oh. Kann doch nicht wahr sein, ich wollte hier, hör auf zu lachen hier, verdammt nochmal, ey. Komme extra hierher, möchte mit den Leuten feiern und ihr schenkt mir hier eine Rose, wo ja oben nicht mal Blüten dran sind. Hier, ich schenke ich dir, da siehst du aus, als wenn du länger keine mehr gekriegt hast. Du hörst da hinten auch so zu lachen. Technikerpack. Ach, die Nummer läuft hier, ja? Licht ausmachen. Was ist denn mit der Stimme los? Mir auch egal. So, die geht im Dunkeln weiter. So, ich mache jetzt gerade einen Handstand. Jetzt ein Flickflack. Und jetzt zieh ich mich hier nackend aus. Und wieder angezogen. Ha, ha, ha. So, weiter geht's. Was soll denn das jetzt mit dieser Stimme? Kackbratze. Sackpfeife. Du hast doch nicht alle Klötze am Beutel. Komm da gleich mal hin, ey, in deinen Technikpuff da. Könnt damit mir nicht machen, ich bin eine Respektsperson. Habe Abitur und ich habe studiert. Na gut, ich habe Abitur. So. Erste Abmahnung. Zweite Abmahnung. Dritte, tschüss. So, wer Interesse hat, ab morgen wird hier ein Technikerplatz frei. Hahaha! Könnt ihr mit mir nicht machen, ich bin hier der Ehrengast. Ich möchte meine Stimme! Dankeschön.
So, jetzt pack mal schöne Geschenke aus, ey. Ich bin gerade voll in Fahrt. So liebevoll eingepackt. Seht genau, dass das der Berliner Zeitung ist hier. Kann man wohl nicht annehmen. Goldene Bommeln, toll. Hier ist er wieder, der Bommelmann. Ja, das sind so Geschenke, da freuen sich 27-jährige Männer drüber. Mit den Dingern kann man bestimmt auch schön mal weggehen, so. Ja, ins Café, ein bisschen flirten. Und dann sagen die Frauen bestimmt sofort, na, der Typ da hinten mit dem Bommeln, der würde mich ja interessieren. Uff, ey. Hier, pack auf meinen Platz, wo drauf steht, wichtig. Ja, das war mein persönliches Geburtstagsfest. Ja, toll. So, brechen wir den Abend jetzt ab. Ja, ich möchte mich an der Stelle nochmal recht herzlich entschuldigen beim Techniker, weil so sieht's aus, meine Damen und Herren, wenn wir den hinten da nicht hätten. Dann hätten wir einen anderen! Und es handelt sich dabei um dieses Geräusch, wenn ein Bohrer Zahn trifft. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das neue Ohren habt. Ja, habt ihr auch bald wieder eine neue Sitzung, wa? Und jetzt kann man das hervorragend imitieren, indem man so ein, wie heißt das hier, so ein Latte Macchiato-Stab nimmt. Ja, ich weiß, ist ein total alberner Name. Bei uns in Neukölln heißt das einfach Aufrührstab. Den Scherz kannst du dir mal erlauben, nur gehst mal zu Karstadt am Hermannplatz und dann gehst du mal in die Abteilung und sagst, ja, guten Tag, ich hätte gerne einen Latte Macchiato-Stab. Kriegst du gleich mal auf die Fresse. Und dann lieber bei Quelle bestellen. Ja. Kriegst du in die Backpfeife per E-Mail. Und jetzt habe ich hier so ein Ding zufällig da. Jetzt nutzen wir mal die nächste halbe Stunde so als so ein kleines Hörspiel. Und wer sich wiederfindet, der kann auch gerne Aua rufen. Man braucht jetzt dafür auch noch so einen ganz normalen BVG-Fahrschein hier. Und los geht's. Oh, da müssen wir wohl bohren. Mensch, das geht ja bis zur Wurzel runter. Zack, da ist er weg. Ja, ich krieg 25,80 von euch. Du redest also wirklich mit mir. Pass mal auf, du froh, ich hol gleich die Bullen. 25,80. Ja, Robert hat an dem Tag sehr viel gelernt. Abends bei mir zu Hause fing er an zu heulen. Ihm fehlte seine getrocknete Rosine. Um der Heulerei ein Ende zu setzen, schnitzte ich ihm Mutter mal aus der Scheibe Mortadella, die er noch in seiner Tasche hatte. Er fragte mich dann, ob ich nicht sein Manager werden wollte. Nee, nee, Robert, lass mal Hollywood, das ist nicht für mich hier. Ich brauche mein Berlin, meine Currywurst und meine Wurstfrau. Am nächsten Morgen fuhr ich Robert dann zum Flughafen. Die Mortadella in seinem Gesicht war schon ganz schrumpelig. So, Robert, sagte ich zu ihm, lass uns nicht lange quatschen. Tschüssikowski, lass deine anmachen und ruf an, wenn du wieder in Town bist. So, jetzt kommen wir zur kleinen Experimentierreihe hier. Ich habe ja sehr viel Zeit tagsüber und da habe ich mal gedacht, Mensch, man kann ja mal ein bisschen rumexperimentieren und ich habe es geschafft. Ich habe mein Horrorgeräusch, das schlimmste Horrorgeräusch, was ich kenne, kann ich jetzt nachmachen, so aus dem FF quasi. Und es handelt sich dabei um dieses Geräusch, wenn ein Bohrer Zahn trifft. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das neue Ohren habt. Ja, habt ihr auch bald wieder neu. War die Idee von seinem Manager, sagte Robert, wegen der Wiedererkennung und so. Ich warf die Rosinen im hohen Bogen von uns weg und schrie, Robert, du bist frei. Dann gingen wir zu Penny an die Fleischtheke. So, Robert, hier kannst du jetzt was aussuchen. Eine Billywurst, ein paar Wiener oder eine Scheibe Mortadella.
die Wurstfrau kam. Robert kriegte den Mund nicht auf. Und in ihrer von uns allseits geschätzten nonchalanten Berliner Verkäuferin-Art fragte uns die Wurstfrau denn, wollt ihr jetzt kicken oder kaufen? Na Robert, wat nu? Mach halt den Mund auf, stille. Mann, Robert, du bist Schauspieler, sei jetzt spontan, mach irgendwas aus deinem Repertoire oder so. Eine Scheibe Mortadella. Nee, Robert, erstmal sagt man guten Tag. Guten Tag. Ja, und jetzt vielleicht mal im ganzen Satz. Mensch, Robert, reiß halt ein bisschen zusammen hier. Guten Tag, eine Scheibe Mortadella, bitte. Da bemerkte ich, dass Robert ganz schön schüchtern ist. Naja, dachte ich mir, den müssen wir halt erstmal ein bisschen auftauen. Wir gingen in die Sonnenallee, ins Sonneneck und setzten uns an die Theke. So, Robert, jetzt bestellen Sie hier mal ein Herrenedeck und dann flirtest du noch ein bisschen mit der Bedienung. Guten Tag, ich hätte gerne zweimal ein Herrengedeck. Du Kessesumse. Naja, die Bude ist eh zu vollgestellt. Telefon klingelt, die Freundin macht Schluss. Na, ich glaube, ich kann auch alleine ganz glücklich sein. Ja, als ein typischer Sorge, die ich nicht lebe, Holländer. Und der fing also mit mir nochmal alle Einzelheiten des Auftritts durchzugehen. Also, ich hab mich total super gefallen, was du gestern da gemacht hast. Total super Atmosphäre, klasse, toll. Ja, macht mir auch immer sehr viel Spaß. Also, den Abend durchzog eine positive Energie, ganz tolle Angelegenheit. Super, total, klasse, toll, super, toll, klasse, toll, super, grasartig, großartig, super, toll, klasse, toll, aber auch super. Ich nur, ja, Holländer eben. Ja, jedenfalls war für mich der Abend so inspirierend, dass ich auch angefangen habe zu schreiben. Lass mich kurz erklären, worum es in meiner Geschichte geht. In meiner Geschichte geht es um eine Currywurst. Eine Currywurst, die sich nicht so mit die Pommes Fritz versteht und zudem alledem noch eine Ketchup-Allergie hat. Mann, oh Mann, sagte ich, das ist mir jetzt fast schon ein bisschen zu sozialkritisch. Und was machst du jetzt aus der Idee? Ein Buch oder eine Samstagabendshow? Ja, also Fernsehen wäre schon klasse, toll, supi, klasse, toll. Ja, und supi, nehme ich mal an, wa? Ah, Fernsehen. Ich sehe das auch schon vor mir, der große Sat1-Filmfilm. Fleisch. Kurz vor Penny wurde Robert dann wiedererkannt. Ey, Sie sind doch Robert hier, der hier, na, der aus dem Fernsehen. Ich nahm den jungen Mann in meinen Arm, wir bauten uns vor Robert auf und dann fragte ich den Mann, meinst du, olle Robert aus dem Fernseher, läuft hier in Cottbuser Damm lang, in S-Bahn Drillos und einem Baumwoll-Jogginganzug, wo ein Bild von Alf drauf ist und die Überschrift Null Problemo? Überlege doch mal, mein Freund. Aber ich erkenne ihn genau wieder, sagte der Mann, hier an seinem Muttermal, rechts unter seinem Auge. Und dann sagt das auch. Na Robert, das ist jetzt natürlich blöde. Robert schaute mich kurz an, griff sich an sein Muttermal, löste es ab und gab es mir in meine Hand. Und dann sah ich, was Robert De Niro da seit circa 35 Jahren rechts unter seinem rechten Auge zu kleben hatte. Eine vertrocknete Rosine. Das war die Idee von seinem Manager, sagte Robert, wegen der Wiedererkennung und so. Ich warf die Rosine im hohen Bogen von uns weg und schrie, Robert, du bist frei. Dann gingen wir zu Penny an die Fleischtheke. So, Robert, hier kannst du jetzt was aussuchen. Eine Billywurst, ein paar Wiener oder eine Scheibe Mortadella. Die Wurstfrau kam. Robert kriegte den Mund nicht auf. Und in ihrer von uns allseits geschätzten nonchalanten Berliner Verkäuferin-Art fragte uns die Wurstfrau denn, wollt ihr jetzt kicken oder kaufen? Ja, nun muss ich aber dazu sagen, ich wohne in so einer Kellerwohnung. Und von daher habe ich den Fernseher auch nicht jetzt zum hohen Bogen aus dem Fenster geworfen, sondern mehr so von unten nach oben gehoben, auf ein Bordchen gestellt und dann einen Zettel rangeklebt, wo drauf stand 20 Euro bitte. Aber warum? Warum diese Aggression gegenüber TV-Geräten? Na, allein schon wegen den ganzen Scheißformaten, die da so laufen. Magazinshows, Actionshows, Game-Shows, zum Beispiel, es geht um 100.000 Euro. Na, da haben wir doch denn nicht von. So, Elfriede, du musst jetzt hier in diesen überdimensionalen, im Durchmesser einen Meter großen Popel beißen.
Elfriede denn? Oh, nee, lass mal. Oh, ist mir ein bisschen unangenehm. Oh, gibt's nicht noch Alternativen? Oh, kann ich nicht lieber jemand anrufen? Oh. Nein, du musst, es geht um 100.000 Euro. Na denn, hang. Was ich ja auch liebe, sind Talkshows. Ja, Talkshows. Meine Oma sagt immer Talkshows. Deswegen, das wollte ich einfach mal jetzt hier im Programm unterbringen. Damit ihr nachher nach Hause gehen könnt und sagen könnt, ey, der Krömer ist ja einer von uns. Weil der hat ja auch eine Oma. Ja, Talkshows mit so wunderbaren Themen wie Hilfe, mein Schäferhund ist schwul. Oder Hilfe, ich bin so hässlich, dass ich mir beim Rausgehen vorher meine Plastiktüte am Kopf ziehen muss. Oder Hilfe, meine Mutter stirbt. Entschuldigung, sagte ich, suche meine Oma Anneliese. Anneliese, die ist am Ende. Wie, was am Ende? Was ist hier los? Wie geht's meiner Oma Anneliese? Na, da am Ende, Flur links. Ich klingelte bei meiner Oma an der Tür. Die Tür hing auf. Hallo, Tobias, sagte sie. Mein Name ist Kurt. Naja, kannst du ja nicht für. Aber komm erst mal rein, Andreas. Dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und haben Kaffee getrunken. Und dann sah ich auf dem Fliesentisch meiner Oma ein Relikt aus längst vergangener Vorzeit. Es gibt ihn also immer noch, dachte ich, wie er da so dastand, in all seiner Schönheit. Der Telegebäckständer. Alles war wie damals, oben die Nüsschen, in der Mitte Salzstangen und unten Moncherie. Ich nahm mir eins. Nee, Finger weg, da ist Alkohol drin, Manfred. Kurt. Widerspreche nicht, sonst gehst du in dein Zimmer. Sie machte Musik an, Julio Iglesias, und sang laut mit. Es klingelte an der Tür. Frau Kuschewski, ihre Nachbarin, beschwerte sich über die laute Musik. Meine Oma sagte nur, ja, ja, mein Gott, es ist eklig, wenn sich alte Menschen so aufregen, du pfeifenzeisig. Sie knallte die Tür wieder zu. Ja, hat wie gesagt kein Ende. Von meinem Fernseher. Die Geschichte heißt, als ich mich von meinem Fernseher getrennt habe. Untertitel, wurde auch Zeit, dass das Scheißding endlich aus dem Haus ist. Da habe ich nicht lange gefackelt. Fenster auf, Anlauf genommen, dann hat das Ding im hohen Bogen aus dem Fenster geschmissen. Und weg mit dem Rotz, habe ich mir gedacht. Ja, jetzt wird sicherlich der ein oder andere denken, ey Krömer, der hätte ja auch irgendjemand das Ding voll auf den Kopf kriegen können. Das hätte der gewissen Person dann bestimmt nicht so in seinen Tagesablauf reingepasst. Und ist ja auch klar, war, das war morgens um 9 gewesen. Glaubt dann auch kein Chef, wenn man am morgens blutig verschmiert zur Arbeit kommt. Und dann sagt, ja sorry für die Verspätung, Chef, aber mir ist ein Fernseher auf den Kopf gefallen. Ja, nun muss ich aber dazu sagen, ich wohne in so einer Kellerwohnung. Und von daher habe ich den Fernseher auch nicht jetzt zum hohen Bogen aus dem Fenster geworfen, sondern mehr so von unten nach oben gehoben, auf den Bordstein gestellt und dann einen Zettel rangeklebt, wo drauf stand 20 Euro bitte. Aber warum? Warum diese Aggression gegenüber TV-Geräten? Na, allein schon wegen den ganzen Scheißformaten, die da so laufen. Magazinshows, Actionshows, Game-Shows, zum Beispiel, es geht um 100.000 Euro. Na, da haben wir doch denn nicht von. So, Elfriede, du musst jetzt hier in diesen überdimensionalen, im Durchmesser einen Meter großen Popel beißen. Elfriede denn, oh nee, lass mal. Im selben Moment stieg aus dem Fahrerhäuschen des Lastwagens eine wunderschöne türkische Frau aus. So ungefähr 24 Jahre alt, dunkelbraune, lange Haare und ein Lächeln im Gesicht, sodass ich dachte, ab heute verfügt Neukölln über zwei Sonnen. Ich schreibe meine Texte übrigens alle alleine. Und dann schrie mir einer der anderen zu, aber wir würden dich trotzdem gerne zu unserer Einweihungsparty einladen. Ich schaute die schöne Frau an und dachte, wo krieg ich jetzt so schnell mein zweites Bein wieder her? Vollidiot, dachte ich. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Lass da was einfallen. Aber ich wusste, in so einer Situation ist alles erlaubt. Die Leute kramten weiter an ihrem Laster rum. Ich schrie ihnen zu. Ich kann wieder gehen! Ich muss diese Frau kennenlernen, dachte ich. Und ich hatte eine Idee. Ich stellte mich der Situation, indem ich einfach hinunterging. Beim Hinuntergehen dachte ich an meine Musterungszeit zurück. Mach einfach auf psychisch labil. Ich öffnete die Eingangstür, zog ein Bein hinter mir her und schrie immer wieder wie von Sinnen, Wasser, Wasser, Wasser. Die Leute schauten mich erstaunt an. Wie, Wasser, Wasser, Wasser. Und was ist das dann? Halt ich Plastikbein oder was?
Mein Gott, dachte ich, was mache ich denn hier? Was soll ich denn jetzt sagen? Oh, ist er wieder da? Na, wo kommt das denn hier? Na, wisst ihr, ich habe gerade Fieber, sehr starkes Fieber. Außerdem kommt der Wahn dazu, dass ich mir einbilde, mir fehlen Körperteile. Was mache ich denn hier, dachte ich? Denn doch lieber eine Kontaktanzeige schalten. Junge. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Na, fange ich nochmal von vorne an. Guten Abend, Krömer. Für die nächste Geschichte. Hör auf, jetzt zu klatschen jetzt. Komm, wirklich. Mann, ja, so. Ja, für die nächste Geschichte, die jetzt kommt, wäre es ganz gut, wenn Sie sich vorstellen könnten, dass das jetzt hier alles mein Labor ist. Ja, also hier so Labor, Labor, Labor. Ja, da können Sie sich jetzt hier vorne bedanken. Dauert das halt ein bisschen länger. Labor, Labor, Labor. Chef, das dauert heute ein bisschen länger. Da ist noch einer aus dem Heim da. Oder aus Spandau. Ja, ach so, jetzt genau. Sie kam runter, setzte sich hin auf meine Hand und sagte dann, Salü. Mein Name ist Johann, ich hätte ja eine Tasse Kaffee. Und da habe ich gedacht, na, bitteschön, Sie können ja schon mal vorfliegen zur Sitzecke. Ich komme dann gleich hinterher. Ja, und sie ist halt vorgeflogen. Ich bin hier, wie gesagt, in meine Kaffeeküche gegangen. Hab mir so überlegt, was mache ich jetzt für einen Kaffee? Einen milden oder einen starken? Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist eine Eintagsfliege, so viel Zeit hat die auch nicht. Und dann habe ich schnell einen Espresso gemacht, habe ihn da hingeschüttet. Sie hat dann auch gleich dran genippt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nutze die Gelegenheit mal aus und stellst mal Fragen. Ja? So von wegen, was ist denn so der Sinn der... So. Die Geschichte heißt Robert, das schaffen wir schon. Jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, dass Robert De Niro wieder einen neuen Film dreht. So was mit Milieu und so, mit in die Figur reingehen, ganz tief, also mit allem Pipapo und so. Spielort sollte die Bronx von New York sein. Ja, da habe ich Robert daraufhin erstmal angerufen. Ey Robert, ich habe gehört, du drehst wieder einen neuen Film. Pass auf, Robert, ich habe eine klasse Idee. Du drehst da deine Milieufilme immer in der Bronx von New York. Das ist ja langsam ausgenudelt, das Thema. Komm doch mal zu mir nach Berlin-Neukölln. Das ist ohne Bronx, aber halt noch nicht lange noch nicht so ausgenudelt wie das Elend da bei euch. Und Tipps kann ich euch auch geben, denn nicht umsonst habe ich das Buch geschrieben, Endstation Neukölln, der Zug endet hier und der nächste kommt sofort. Ja, Robert fand die Idee auch sofort klasse. Wir verabredeten uns denn, ja Robert, kommst du einfach vorbei, ich habe hier zwar nur so eine anderthalb Zimmerwohnung, ist aber kein Problem, müssen wir uns halt ein bisschen arrangieren, halli, hallo, pipapo und tschüss. Ein paar Tage später stand er dann bei mir vor der Tür. Aber er war nicht alleine. Er hatte noch jemanden mitgebracht. Johnny Depp. Ich habe sofort reagiert. Nee, Robert, den Vogel schickst du wieder nach Hause, den kann ich nicht leihen. Robert zögerte. Aber er wusste genau, wenn er sich mit mir nicht verscherzen wollte, muss er jetzt schnell handeln. Ja, ach so, jetzt genau. Sie kam runter, setzte sich hin auf meine Hand und sagte dann, Salü. Mein Name ist Johann, ich hätte ja eine Tasse Kaffee. Und da habe ich gedacht, na, bitteschön, Sie können ja schon mal vorfliegen zur Sitzecke. Ich komme dann gleich hinterher. Ja, und sie ist halt vorgeflogen. Ich bin hier, wie gesagt, in meine Kaffeeküche gegangen. Hab mir so überlegt, was mache ich jetzt für einen Kaffee? Einen milden oder einen starken? Ja. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eine Eintagsfliege, so viel Zeit hat die auch nicht. Und dann habe ich schnell einen Espresso gemacht, habe ihn da hingeschüttet. Sie hat dann auch gleich dran genippt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt nutze die Gelegenheit mal aus und stellst mal Fragen. Ja, so von wegen, was ist denn so der Sinn des Lebens bei euch Eintagsfliegen? Und sie sagte dann, der dreht sich bei denen alles um Sex. Und ja, das hört sich auf der einen Seite ganz gut an, aber durch den immensen Zeitdruck, wa? Da müssen die natürlich nehmen, was kommt. Also, ob der Partner dann krumme Beine hat oder schiefe Zähne oder aus Spandau kommt, ist egal. Die müssen da halt ihr Pensum erfüllen und am Ende des Lebens können sie dann sagen, pff, ja, das war jetzt aber sinnvoll. Ja, ich hab's dann halt noch weiter gefragt, so, was ist noch wichtig bei euch Eintagsfliegen? Und sie sagte dann, früh aufstehen. Und ist ja auch klar, wa? Weil wenn jetzt so eine...
war halt nur ein Traum. Der sitzt ja nicht mehr hinter mir. Ja, du bist noch da. Ha, ha, ha. Merken wir alle. Wir sind ja nicht topfdumm hier. Völlig aus dem Konzept jetzt gebracht. Fing so schön an, ey, alles. Ich hab keine Lust mehr hier. So, ich hab die Wurzel und du fliegst raus. Ja, ich bin natürlich jetzt... Ich spucke schon, siehst du? Ja, ja. Ich liebe meinen Job, ey. Ich hab bloß was anständig gelernt. So, ich fange nochmal an. Ich habe Geburtstag heute und wir machen das jetzt so. Ihr könnt jetzt alle vortreten und mir die Hand geben und dann so Sachen sagen, die er eben so sagt, wenn man Geburtstag hat. Ich würde tendieren, dass wir vorgehen, einer nach dem anderen. Spontan eben, dann könnt ihr mir auch Geschenke überreichen, falls ihr daran gedacht habt. Falls nicht, schenkt er mir einfach Geld. Ja, ihr habt das schon richtig erkannt, aus zeitlichen Gründen kann ich jetzt ja sowieso nicht allen die Hand geben. Deswegen machen wir das nachher draußen. Und ich bin jetzt natürlich wahnsinnig gespannt, was meine lieben Kollegen mir hier schenken. Hier. Da müssen wir suchen jetzt den Verantwortlichen natürlich. Hier rollen Köpfe gleich. Ja, hör auf jetzt reicht es aber. Du, jetzt hab ich aber, jetzt ist das Maß voll, du, mit dem Na, hör auf, ey. Jetzt fehlt mir bloß noch, dass die hier noch reinkommt. Die stecke ich in den Sack und so lange mit dem Knüppel ruft da, bis da eine anständige Kulturredakteurin bei rauskommt. Die fehlt mir jetzt noch. Da, du bist bestimmt der Mann, wa? Hab ich doch gleich gewusst, du bist der Maulwurf. So, da bin ich aber gespannt, was da jetzt drin ist. Oh, ist versehen runtergefallen. Mag da wohl drin sein, vielleicht ein Vogel? Kann ja fliegen. So, und was ist das hier für ein Rotz? Ja, oh, ey, für mich spricht hier eine Welt zusammen und ihr ruft hier, oh. Kann doch nicht wahr sein, ich wollte hier, hör auf zu lachen hier, verdammt nochmal, ey. Komme extra hierher, möchte mit den Leuten feiern und ihr schenkt mir hier eine Rose, wo ja oben nicht mal Blüten dran sind. Hier, ich schenke ich dir, da siehst du aus, als wenn du länger keine mehr gekriegt hast. Sag mal, du hörst da hinten auf so zu lachen. Techniker-Pack. Ach, die Nummer läuft hier, ja? Licht ausmachen, was ist denn? Der Prüfer denn, wie gesagt, alles klar, hat uns sehr gut gefallen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und wir rufen sie dann an. Er dann so, aber nicht morgen, da bin ich nicht da. Der Prüfer, na, wir würden das einfach öfter probieren. Der nächste bitte. Der nächste war eine junge Frau, die wurde nicht unterbrochen, die konnte voll durchspielen. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, 1,5 Jahre oder so. Jedenfalls hat der Prüfer dann irgendwann nur reingerufen, ja schön, so, wir würden jetzt gerne mit Ihnen improvisieren. Versetzen Sie sich doch dazu jetzt mal bitte in die Lage eines Schafes. Sie so, was? Ja, in ein Schaf, in ein kleines, von der Herde abgekommenes Schäflein, was nun vergeblich ist auf der Suche nach seiner Mutter. Und sie fing an zu spielen. Mäh? Mäh, 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 mäh. Mama, ich bin von der Herde abgekommen. Mäh. Und irgendwann hat die Alte so ein Fläche gekriegt, ja, dass sie da, die war eins mit dem Schaf. Die hat sich da so reinversetzt, ja, die hat ausgesehen wie ein Schaf, die hat gerochen wie ein Schaf. Und dann ist sie dann eine Stunde im Kreis immer mäh, mäh. Und ich dachte nur, mein Platz, nur ich mach mir hier keinen Schrank auf, ich glaub, das wird Tag. Ja. Mensch, das geht ja bis zur Wurzel runter. Zack, da ist er weg. Ja, wollte ich nur mal zeigen, mit was ich tagsüber mich so beschäftige hier. Das ist wirklich Gold wert, das Ding. Kann man jetzt auch, wenn man Freunde hat, die man nicht mehr leihen kann oder so, mag ich auch ganz gerne, dass ich dann bei denen morgens um 6 Uhr anrufe. Guten Tag, hier ist Dr. von Helsing. Hatten wir nicht einen Termin? Die melden sich dann nicht mehr. In welchem Team?
Das Schöne an Auftritten ist ja, dass man ab und zu wiedererkannt wird. Klasse Sache, sollte man meinen. Letztens wurde ich in der U-Bahn wiedererkannt. Die Freude war groß und ich fragte ihn, wie es ihm gefallen hat. Und das war mein Fehler. Der Mann, ein Holländer, der total gut drauf war. Die positive Energie floss ihm quasi aus den Ohren. Positive Gedanken finde ich ja auch klasse, aber halt nicht 24 Stunden am Tag. Der gehört bestimmt zu den Leuten, die morgens früh aufstehen und sagen, oh, es regnet draußen, toll, da freut sich der Bauer. Oder Kaffee ist auch keiner mehr da, naja, ist auch viel zu ungesund. Oh, klingelt wieder an der Tür, der Rechtsverzieher nimmt wieder alle Sachen mit.